Wenn ja, ist gut und wenn nein, ist auch gut. Damit komme ich gut durch. Wenn der Film mich hier blamiert, ist es gut und wenn nicht, ist auch gut. Eigentlich heißt er Horst Eckert. Zu Janosch wurde er durch seinen ersten Verleger. Die Sekretärin hat gesagt, da draußen steht ein Irrer. Ich sagte, Irre, dann hol ihn rein. Ich weiß auch nicht, wie kam die da drauf? Ich mache doch keinen irren Eindruck, oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Bei ihm war angemeldet ein gewisser Janosch. Der sollte kommen. Auf den hat er gewartet. Aber dann kam ich. Und dadurch hat er gedacht, dass ich der bin. Und er sagte, jetzt heißt du so, das ist egal. Und so kam es dann. Janosch. Die meisten kennen ihn als Schöpfer der Geschichte »Oh, wie schön ist Panama«. Über 300 Bücher hat er geschrieben, mit Millionen Auflagen. Seit 50 Jahren wachsen Kinder mit seinen Geschichten auf. Und auch Erwachsene kennen seine Figuren. Allen voran die Tigerente. Janosch hat viele Gesichter. Er ist tiefsinniger Maler und Schriftsteller, Erfinder von liebevoll-anarchischen Kinderbüchern. In vielen seiner Figuren und Bilder steckt er selbst. Am auffälligsten in Onkel Popov. Der kann nämlich die Grenzen der Wirklichkeit überschreiten und sogar fliegen. Vielleicht auch in Larifari Mogelzahn, bei dem man nie so genau weiß, welche seiner Geschichten wahr und welche erfunden sind. Janoschs Weg beginnt im damaligen Oberschlesien, wo über die Hälfte der Einwohner Polen sind. Hier kommt er am 11. März 1931 in der Stadt Hindenburg zur Welt. Heute gehört der Ort zu Polen und heißt Zabrze. Genau da ist das Haus gewesen, an der Stelle. Jakrew. Da liegt noch ein Stück so von meinem Hemd, von meinem Großvater. Tierisch guter. Und wenn man jetzt hier so 5 Meter nach oben geht, da wurde ich geboren. Können Sie uns beschreiben, wie es damals aussah? Wie waren die Häuser angeordnet? Eins neben dem anderen, total verkommen, kein Wasser, kein Licht. Und da war ein Klo draußen, so mit einem Brett. Und jedes Stockwerk hatte ein eigenes Klo. Und an dem Klo konnte man immer erkennen, ob die Leute Schweine sind oder nicht, wenn sie die Scheiße nicht weggewischt haben auf dem Brett, dann waren sie Schweine. Aber unser Klo war immer sauber, weil die Leute haben sich ein Stück Zeitung unter den Arsch gelegt und sich draufgesetzt haben. Und da unten war die Grenze, kleines Tal und ein Grenzfluss. Sie sind also auf der damals deutschen Seite, direkt an der Grenze geboren. Das war hier Deutschland, da unten war die Grenze und das war das letzte Haus vor der Grenze. Unvermeidlich kommen hier die Erinnerungen an den Vater hoch. Das vergesse ich nie, wie er nach Hause kam, hat gesagt, ab heute wird das Kind erzogen und wickelte aus einem Zeitungspapier eine lederne Peitsche. Ja, aber er schlug nicht richtig, er schlug nur so ein bisschen. Also keine Striemen. Nur um zu zeigen, dass das Leder ein bisschen wehtut. Also dann so, bist du gleich ruhig? Machst du das? Und das ist ein Schlucker so ein bisschen da drauf. Und dann fing ich an, unheimlich zu schreien. Und dann hört er auf.
Mit dem Vater verbindet Janosch nur wenig Gutes. Prügel und Unfreiheit. Und dass er Vögel fängt und in Käfige sperrt. Noch schwieriger ist die Beziehung zur Mutter. Als ich noch klein und schwach war, da war sie natürlich schlecht. Da konnte sie mich prügeln, weil sie die Macht hatte. Ich glaube, das tat ihr später auch leid, dass sie mich immer gehauen hat. Dann hat sie versucht, das wieder gut zu machen. Aber sie hat weiterhin solche Fehler gemacht, also Charakterfehler, die ich nicht ertragen konnte, die ich ihr aber nicht übel nehmen, weil jeder Mensch macht halt sowas, was nicht in Ordnung ist. Der Vater ist Kleinhändler. Die Mutter träumt davon, Schauspielerin zu sein. Sie zog sich an wie Zara Leander und sie ging auch so. Ein Mädchen wollte sie aus mir machen, also das Kind von Zara Leander. Dann hat sie mir so eine blöde Mädchenmütze gekauft, die musste ich tragen. Das war grausig. In seinen Büchern spiegelt Janosch die erlebten Erziehungsmethoden und stellt sie auf den Kopf. Da wird ein Junge zu einem Bären und kann so der strengen Mutter entfliehen. Auch andersrum funktioniert die fantasievolle Verwandlung. In der Geschichte »Ich sag, du bist ein Bär« macht der Junge seinen Vater zu einem Bären und zeigt ihm, wie abhängig Kinder von ihren Eltern sind. Wenn der Vater heimkommt, muss er nun mit dem Sohn spielen, Quatsch machen und ihm immer helfen. Alles, wovon Janosch als Kind nur träumen kann. Und da bekam ich einen Tuschkasten, so einen mit viereckigen Dingern da drin, Farben, aber keinen Pinsel dazu. Das ist natürlich scheiße, konnte ich nicht benutzen. Aber es waren da auch bestimmte Farben, die gefehlt. Ja, Gold und Silber, klar, aber die haben da gefehlt. Dann habe ich den ganzen Tuschkasten weggeworfen. Und wollte er mich wieder fast totschlagen, weil der brüllte immer, ich schlag dich tot, ich schlag euch alle tot. Und da er immer besoffen war, wusste man nicht genau, macht er das oder macht er das nicht, meint er das ernst oder meint er das nicht ernst. Aber das interessiert mich jetzt schon mit den Farben. Welche Farben waren das genau? Ah, rosa fehlt noch, rosa, Gold und Silber, das ist interessant, die habe ich heute noch im Kopf. Woher kommt es? Vom lieben Gott. Sie sagen von mir was? Den Engeln. Das war unsere Eisenbahn, mit der meine Großmutter immer Geflügel und Gemüse. Da war die Endstation. Jetzt riecht es, hier riecht es wieder wie bei mir zu Hause an der Stelle. Verfaultes Holz. Und Kraut. Das ist mein Seelengeruch. Ungefähr 1936, die Leute haben hier immer geschmuggelt. Von darüber und da hinten war ein Zollhaus. Und dann haben sie einen erschossen und der ist mit dem Kopf da reingefallen und hat dann so senkrecht mit den Beinen nach oben gestanden. Da sind alle Leute hergekommen und haben sich den angeschaut. Und je länger er da drin war, umso steifer wurde er. Gab es viele Schmuggler? Jede Nacht vielleicht drei. Einer war mein Vater. Was hat er geschmuggelt? Das habe ich nie rausgekriegt. Die Kindheit in Polen fließt später in seine Romane ein. Den einfachen, bitterarmen Menschen setzt Janosch darin ein Denkmal. Er beschreibt sie als Verzweiflungsclowns und zugleich als Helden. Der Roman Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm ist eine Hymne an den Lebensmut dieser Menschen. Und auch Polski Blues von 1991 ist eine Liebeserklärung an die oberschlesisch-polnische Heimat.
Was ich mir jetzt sagen wollte, in dem Haus da hinten wohnte meine erste große Liebe. Und die hieß Traudi und war so schön dick. Die war schon 7 und ich war erst 6. Und dadurch kamen wir nicht zusammen. Man darf ja nie eine ältere Frau nehmen, oder? Die Frau muss immer ein bisschen jünger sein. Also in dem Haus da hinten, da, mit den grünen Fenstern eben. Da hat sich seit damals nichts verändert. Das ist doch genau wie vor 100 Jahren. Aber Traudi, ich weiß nicht, wo Traudi jetzt ist. Das ist. Jetzt ist sie wahrscheinlich noch dicker, ist ja auch nicht schlecht. Mit 7 hatte ich dann noch eine Braut, die wohnte da in dem Haus. Die war erst 5, aber sie wusste es nicht, dass ich so hinter ihr her war. Die war wieder ganz dünn. Man kann also nicht sagen, ob dünn oder dick besser ist. Die hat dann einen anderen geheiratet, ein bisschen später. Sandka, das ist die Sandka, war die Sandstraße, so hieß die. Das ist meine Klasse. Gewesen. Und da wurde ich immer geprügelt von den Jungs. Ich kam aus der Schule raus, da haben sie schon gewartet aus der Tür. Dann haben sie mich geprügelt. Warum gerade Sie? Die dachten, ich bin reich oder sowas. Weil ich hatte Schuhe und die hatten keine Schuhe. Die kamen auch im Winter mit. Barfuß. Sein Schultrauma setzt Janosch später in seinen Büchern und Bildern um. Die Figur Hannes Strohkopp erlebt die Schule ebenfalls als Qual. Doch dem Hannes gelingt es, mit Hilfe eines geheimnisvollen Feuerpulvers aus dem prügelnden Lehrer einen brauchbaren Menschen zu machen. Anders als seine Figuren kann Janosch der Trostlosigkeit seiner Kindheit jedoch nicht entkommen. Noch schlimmer als Schule und Elternhaus erlebt er die Regeln der katholischen Kirche. Wir sehen hier den Ort des Grauens. Ich hatte ein Riesenproblem. Ich kam hier rein und da stand auf der Wand gegenüber, hatte jemand hingeschrieben, ficken. Also, ich hatte da hingeguckt und hatte Unkeusches gelesen. Ich war 7 Jahre alt. Also hatte ich eine Sünde. Dann habe ich gebeichtet, ich habe Unkeusches gelesen. Der Pfarrer, der schlief, der hat also nicht zugehört. Aber der andere, was hast du gelesen? Und nur konnte ich nicht sagen, ich habe Ficken gelesen, weil das ist wieder eine Sünde, Unkeusches aussprechen. Irgendwie kam ich dann so durch. Und wenn ich jetzt aber wieder rausgegangen wäre, dann stand das an der Wand. Ich habe zwar die Augen zugemacht, aber ich wusste, was da stand, also habe ich Unkeusches gedacht. Es gibt etwa 24 Möglichkeiten, Unkeusches zu tun. Dann habe ich versucht, hier meine Gedanken nicht mehr an das Wort an der Wand zu, sondern ich habe versucht, dann hier durch dieses Tor abzuhauen, aber musste wieder so rumgehen. Und dann stand da an der Wand ficken, ja. Also hatte ich schon wieder eine Sünde und mit einer Sünde kann man nicht zur Kommunion gehen. Dann bin ich den Umweg gegangen und dann war überall an den Häusern waren Sauereien gezeichnet. Also ein Kreis mit einem Strich durch und ringsherum Haare. Ich wusste, was das ist eine Pitschka. Da durfte ich auch wieder nicht hingehen, da musste ich hinschauen, musste ich die Augen. Das war ein Wahnsinn, ich wäre fast ins Irrenhaus gekommen damit. Die katholische Erziehung wird eine erdrückende Last. In Janoschs einzigem Theaterstück, Zurück nach Uskow, erkennt ein alter Mann kurz vor dem Tod, dass er sein ganzes Leben gebraucht hat, um sich davon zu befreien. In seiner Heimatstadt erlebt Janosch die Nazizeit. Bedrückende Bilder kommen hoch. Der jüdische Friedhof, die Verbrechen des Dritten Reiches, die Erinnerung an die Hitlerjugend, der er beitreten musste. Die hat mich auf dem Kieker, weil ich ein bisschen, krank oder behindert war durch eine Operation, konnte ich nicht alles mitmachen. Ich fiel also ganz bald zusammen. Und dann haben sie mich geschliffen bis zum Umfallen. Hinlegen auf, an den Zaun, marsch. Die haben die Synagoge haben sie angebrannt, dann haben sie den Judenstern aufgeklebt, haben sie aus der Straßenbahn rausgeworfen, die durften nicht Straßenbahn fahren. Und einer nach dem anderen wurde dann abgeholt. Man konnte ja sehen, die wurden
in solche Gütertransportwaggons getrieben und zugenagelt mit Stacheldraht. Und einer hat einmal gesehen, wie er ihn, ja, das war ein russischer Gefangener, da hat die Hand rausgestreckt mit einem Becher, mit einem Konserven, mit einer Konservendose und wollte den Regen Wasser auffahren zum Trinken. Und dann kam ein Ritterkreuzträger, ein Kriegsheld, vorbei, der ein bisschen verwundet war am Bein und also eine Krücke hatte. Und da hat ihm mit dem Eichenknüppel die Hand abgeschlagen. Mit einem Schlag. Wie haben Sie den Untergang der Nazis erlebt? Ja, da war unser Haus so abgebrannt. Wir hatten gerade das, was wir in der Hand hatten. Ich empfand das also für meine Person als eine große Befreiung. Weil ja auch die Kirche angezündet wurde. Es gab also niemanden mehr, der mit mir machen konnte, was er wollte. Mein Vater konnte mich nicht prügeln, weil er weg war. Meine Mutter hatte anderes im Kopf. Die HJ prügelte mich, also unterdrückte mich nicht mehr. Nazis gab es keine. Also mir gefiel das gut. Nach dem Krieg. Der Vater schafft es nach Hause. Doch dann Abschied und Flucht. Die Familie Eckert landet 1946 im Westen, in der Nähe von Oldenburg. Es gelingt ihnen, in der Not zu überleben. Dank des Vaters. Also er hatte noch einen Ring, einen goldenen Ring, was weiß ich, übrig geblieben. Und dann kauften wir eine Eismaschine, die taten wir da hinten in so eine Bude rein. Und er drehte Eis und ich verkaufte es. Ich war der beste Eisverkäufer, den wir hatten, weil ich konnte ganz schnell Portionen machen. Hier haben wir beide ein bisschen viel getrunken, er und ich. Der Vater trinkt und prügelt. Und trotzdem bricht Janosch nie ganz mit ihm. Ja, das musste er machen. Was sollte er sonst tun? Das ist die polnische Folklore, die Kinder zu prügeln und zu saufen. Man kann sich doch nicht gegen das Gesetz auflehnen. Ein Vogel muss fliegen und ein Pole muss saufen. Aus Polen, sagt Janosch, habe er diese Gene des kleinen Wahnsinns und viele seiner Geschichten. Im Norden Deutschlands sammelt er Eindrücke, die er später malt. Er sieht sich als Aufschreiber und Abzeichner. Das ist das Haus von Tiger und Bär. Hast du abgemalt? Abgemalt, ja, genau abgemalt. Also nicht erfunden, sondern alles vorgefunden? Nein, alles abgemalt. Ist ja nicht nötig. Wenn das sowieso schon dasteht, muss man das ja nicht erfinden. Das sind so meine Orientierungshäuser. Wenn ich an Haus denke, dann denke ich an sowas. Da wohnt sich gut drin. Das sind Einraumhäuser, da ist nichts anderes. Alles in einem Raum drin. Es gibt keine Öfen. In dem Haus zündet man in der Mitte ein Feuer an und der Rauch zieht durch das Dach weg und um das Feuer herum setzt man sich dann. Magst du Kinder? Manche, die meisten, sagen wir alle. Ich möchte bloß kein Kind sein, weil ich euch Eltern nicht ertragen kann. Ausgenommen du natürlich als Mutter. Das heißt Anarchie für die Kinder, totale Freiheit? Glaube ich nicht. Das können die nicht richtig machen von sich aus. Dann machen die auch alles falsch. Die müssten irgendein Tier zum Vater und zur Mutter haben, weil die Hunde wissen, wie man hier die Kinder erzieht und die Katzen wissen es auch. Wohnst du hier? Besuch in August Fehn, in Janoschs ehemaliger Schule. Herr Eckert, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Barbara Thaler-Ludewigs und ich bin hier die Schulleiterin. Und ich bin der Täter. Sehr schön. Moin. Das ist Kimberly, eine Schülerin von uns. Ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind und dass wir Sie endlich mal persönlich kennenlernen können. Die Nola wollte noch was fragen. Die Nola, steh mal fest auf. Wo wohnst du? Die Grundschule ist inzwischen nach ihm benannt. Als erfolgreicher Autor und Maler kehrt er nach über 60 Jahren zurück. Die Schüler und Lehrer haben ihm eine Hymne geschrieben. Ganz nach Janosch geht es darin um die Stärke der Kinder. Jeder macht mit, ja, jemand ist es, wir sind fest, ja.
haben ganz viele Bücher in unserer Bücherei von Ihnen. Und als wir dann den Brief von Ihnen bekamen, dass wir den Namen benutzen durften, haben wir uns alle sehr, sehr gefreut. Aber ich kann heute noch nicht lesen und schreiben so ganz richtig. Wir auch noch nicht so richtig. Mit 18 geht Janosch an eine Textilfachschule nach Krefeld. Danach arbeitet er in einer Weberei. Aber die Kunst ist sein eigentliches Ziel. Anfang der 50er Jahre zieht er weiter nach München. An der Akademie der Bildenden Künste will er studieren. Ich hatte eine Probezeit von 2 Semestern, aber ich bin schon nach dem 1. rausgeflogen. Und dann habe ich noch eine Probezeit gekriegt von noch einem Semester, dann bin ich noch mal rausgeflogen. Dann habe ich noch eine Probezeit gekriegt und dann bin ich endgültig rausgeflogen. Und warum? Unbegabung. Nicht geeignet für Kunst. Und zu Recht bin ich rausgeflogen. Hat sie das damals getroffen? Ja, habe ich sehr getroffen. Ja, ich hätte lieber malen gelernt, wie man das macht. Aber es gibt ja den bekannten Janosch-Zitterstrich, den Sie alle nachmachen wollen? Ja, weil ich wirklich zitter. Ich bin nämlich draufgekommen, als ich das erste Buch gemacht habe. Da habe ich mich davor gefürchtet und dann habe ich erst einen getrunken, ein bisschen. Und dann habe ich angefangen zu kritzeln und weil ich dann schon sehr betrunken war, fing es an zu zittern. Und dann machte ich in einer Nacht das erste Buch, das hieß Walek mit V. Die Geschichte von Walek, dem Pferd, die 1960 erscheint, wird ein Misserfolg. Und auch mit dem Kinderbuch Der Jossa mit der Zauberfiedel hat Janosch kein Glück. In der Geschichte besitzt der junge Jossa ein Instrument, mit dem er alles groß oder klein werden lassen kann, sogar den Mond. Den ersten Erfolg bringt die Geschichte Das Auto Ferdinand, 4 Jahre später. Janosch lebt zu der Zeit in Greifenberg, einer Dorfgemeinde nördlich des Ammersees. Nach über 30 Jahren kehrt er zurück. Ich schon. Gebrechlich bin. Das Tor habe ich übrigens gebaut. Das sind meine Schrauben. Da wächst noch meine Petersilie. Da wächst meine Petersilie. Schade um dieses Ding, den habe ich hier zurückgelassen. Das ist noch mein Ofen. Hier ist es tierisch feucht. Ja? Tierisch feucht ist es hier. Na, das ist ja vielleicht eine verlorene Zeit gewesen. Warum verloren? Eine verlorene Zeit, weil da wohnt man hier am Arsch der Welt und nichts passiert. Mause allein, Mutterseelen allein, keine Frauen, Hungersnot, nichts zu essen. Ob diese Erinnerung so ganz der Wahrheit entspricht? Frauen spielen bei dem wahrheitsliebenden Flunkerer eine weitaus größere Rolle, jedenfalls in seinen Bildern. Erwachsene stehen da meist als Paar im Mittelpunkt. Oft sieht Janosch in der Beziehung zwischen Mann und Frau die Quelle von Konflikten. Die Zeit am Ammersee ist sehr produktiv, aber Janosch verkauft wenig. Er hat kaum Geld, malt und schreibt und trinkt. Ich hatte die Schnauze voll von Kinderbüchern, keiner kaufte die. Und da wollte ich einen Racheakt an der Welt landen. Ich wollte ein Kitschbuch machen, ein Kitschbuch. Da gibt es ja so ein paar Regeln, es muss ein Kuschelbär dabei sein. Der Bär muss eine Reise machen und da muss er einen Freund haben und schon fangen die Weiber an zu heulen. Habe ich angefangen. Da oben in dem Haus.
Und dann wurde mir das so echt zu blöd. Und da dachte ich, ach, scheiß doch auf das Buch. Und dann bin ich nach Ibiza stehenden Fußes zum Flugplatz gefahren, nächsten Flug genommen, nach Ibiza gefahren. Und bin da so auf die übliche Art herumgelaufen. Und dann saß ich in der Kneipe und besoff mich auch wieder aus Verzweiflung, und zwar Kuba Libre. Und nach dem zweiten Kuba Libre, dann fiel es mir ein, Teddybär macht eine Reise, aber wohin? Und dann hatte ich es, er fuhr wieder zurück. Und dann setzte ich mich sofort ins Flugzeug und flog wieder zurück. Und das war es dann. Oh, wie schön ist Panama, bringt 1978 endlich den internationalen Durchbruch. Tiger und Bär finden darin eine Kiste mit der Aufschrift Panama. Die beiden machen sich auf den Weg, den verheißungsvollen Ort Panama zu suchen. Der Fuchs schickt sie nach links, ebenso die Kuh. Sie wandern also immer weiter nach links. Am Ende kommen sie da an, wo sie hergekommen sind. Zu Hause. Am schönsten Platz der Welt. In einem schönen Irrtum lebt man besser als in einer schlechten Wahrheit. Man muss das, was man gefunden hat, muss man zu Panama erklären. Haben Sie es gefunden? Ich, klar. Wo ist Ihr Panama? Hier, da, wo ich bin, ja. Immer da, wo Sie sind? Mhm. Teneriffa, Polen, Kleinenberg. Mhm. Trotz des Erfolgs von Oh, wie schön ist Panama, hält es Janosch in Greifenberg nicht mehr aus. Nach vielen Jahren Alkohol und Ausschweifungen, Ärger mit Verlegern und einer missglückten Operation hat er genug von seinem bisherigen Leben. Also, ich wurde operiert an der Niere. Und die Operation war eigentlich nicht gelungen. Und ich dachte, das dauert jetzt noch 2 Jahre, da hänge ich mich nicht an ein Haus. Ich habe alles angezündet, im Garten aufgehäuft, Bücher. Einen Anzug hatte ich. Da unten war es. Was man nicht braucht, das muss man anzünden. Das rate ich auch jedem, dass er das, was er nicht braucht, in den Garten stellt und anzündet. Zum Beispiel die Ehefrau, den Mann, aber dann muss sie halt darauf achten, Sie da dass er schon tot ist. Ja. Waren Sie da allein, als Sie das gemacht haben? Ja, klar. Und dann sind Sie gleich drauf gegangen? Dann habe ich eine Tasche übrig behalten. Mit dieser Tasche bin ich in ein Flugzeug gestiegen und bin nach Teneriffa geflogen. Und in der Tasche war alles drin, was ich besaß, sonst nichts. Und das andere war verbrannt. Das war ein schönes Gefühl. Eine Sache aufgeben, um sie zu gewinnen. Das steht auch bei Jesus. Wer sein Leben aufgibt, der wird es gewinnen. Und in dem Augenblick, wo man es aufgibt, ist jeder Tag geschenkt. Das ist ein Traum. Ist das. Hier, da, guck mal, meine Socken. Das hier. Er geht nach La Gomera. Damals beginnt für ihn das, was er Lebenskunst nennt. Er lebt in billigen Pensionen oder am Strand. Manchmal mit ein paar Hippies, nur vom Notwendigsten. Und er stellt fest, dass sein Leben nicht zu Ende geht. Im Gegenteil, er entdeckt es neu. Sie wollten das Leben auf Gomera damals auslaufen lassen. Was hat denn die Wende gebracht? Was war das? Das sag ich nicht. Das ist mehr so weiblicher Natur. Und dann merkt er eben, dass er doch irgendwie gesund wurde hier. Ich weiß es ja nicht. Das Klima und diese einfach, dass er den ganzen Kram hinter sich gelassen hat da. Und es gibt ja auch eine Freiheit dann. Ne? Sag ich nicht. Die Ines? Wer ist das? Ich fühlte mich ihm irgendwie sehr nah. Schon von Anfang an gleich. Ne? Und da er auch eigentlich so einfach ist, ne? Also nicht irgendwie so ein, ich empfinde ihn nicht irgendwie als verschrobenen Künstler oder so, mit irgendwelchen Macken und was weiß ich. Also ich sehe ihn eigentlich gar nicht so.
Er ist einfach. Ne? Mit Ines ist er seit 1980 zusammen. Sie leben zunächst in getrennten Wohnungen, doch nah beieinander, auf der Insel Teneriffa. Anders als La Gomera hat diese Insel schon damals einen Flugplatz. Denn zum Freisein wie ein Vogel gehört auch die Freiheit, wieder wegzukommen, um sich um wichtige Dinge zu kümmern. Er sammelt Spenden für Spatzen, Hunde und ein Kinderheim. Und er hat ein Netzwerk für gute Nachbarschaft mitbegründet. In dieser Siedlung wohnen 3000 Menschen und 1000 davon sind Kinder und Jugendliche. Wow, das ist... Und mehr als 60% sind Ausländer. Ja. Oder ich bin auch Ausländer. Ja? Ja. Woher kommen Sie denn? Hier aus Deutschland, aber okay. Da, wo ich wohne, bin ich Ausländer. Ah, das ist gut. Oft besucht er die Bundessieger des Wettbewerbs für gute Nachbarschaft. Hier die Lenz-Siedlung in Hamburg-Elmsbüttel. Das ist ja tierisch, ja? Schön, auf die andere Seite zu gucken, zur Stadt. Das lohnt sich aber echt. Wir werfen jetzt einen ganz kleinen Blick auf unsere Bauwagensiedlung. Da wohnen Leute? Ja. Da schmeißt du doch jedes Hochhaus weg. Hier, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist aber schön. Teufel, ist das schön. Guck doch mal. Janosch, das ist doch deine... Das ist doch das, was ich immer fotografiere und male. Du musst unbedingt das da nehmen. Hier, guck dir das an, das ist doch ein Wahnsinn. Das sind die schönsten Bilder meines Lebens. Wir sehen uns, wenn ich wiederkomme. Da möchte ich auch wohnen. Das ist doch eine hochinteressante Wohngemeinschaft, Mensch. Wenn er nach Deutschland kommt, besucht Janosch stets seinen Drucker. Zweimal im Jahr ist er bei ihm, auch um seine Bilder zu signieren. Die Arbeit des Druckers interessiert Janosch bis ins Detail. Er ist in die gesamte Herstellung eingebunden. Nimmst du überhaupt keine Druckfarben mehr? Doch, das mischt sich irgendwie. Also bei bestimmten Farben. Und die vertragen sich. Zum Beispiel dieses Zinnober, das ist durch absolut nichts zu ersetzen. Das ist einfach so toll. Hinter der Spaßfassade, die jeder mag und jeder kennt und die wahnsinnig nett und toll ist, steckt ein unglaublich tiefsinniger Mensch. Das kann man an den Radierungen, wenn man sie genauer betrachtet, auch sehen. Herr Janosch gibt mir manchmal oder öfters Anweisungen, die aus einer gewissen Poesie rauskommen. Also zum Beispiel kann ich mich an einen Spruch erinnern, der Hintergrund soll leicht sein wie ein Schmetterlingsküsschen. Ja gut, was fange ich mit sowas an? Entweder ich habe ihn verstanden oder ich habe ihn nicht verstanden. Es geht einfach darum, eine bestimmte Stimmung herzuzaubern. Ich wusste gar nicht, dass der Telschik so lange drüber nachdenkt, was der hier tut. Ich versuche hier nicht zu denken und du denkst, was das Zeug hält. Die Technik der Farbradierung ermöglicht Janosch, scheinbar Improvisiertes darzustellen. In der Kunst, sagt er, gibt es keine Grenzen. Weder für Tiger und Bär, noch für die Bavaria. München ist bei seinen Besuchen in Deutschland seine erste Anlaufstelle. Hier verkauft ein Galerist seine Bilder. Dieses Bild, das ich selber letztendlich gar nicht begreife, ich weiß nicht hundertprozentig, worum es sich handelt, was ist, aber die Figuren sind sehr magisch. Schauen Sie erschreckt oder schauen Sie? Ja. Sie müssten in eine Fastenkur gehen, dann geht der Bauch weg, dann können Sie besser denken und dann können Sie das begreifen. Dann kann ich das begreifen. Herr Janosch, Sie helfen ja niemals. Nee. Sie interpretieren Ihre Bilder nicht. Aber da hat er ja auch recht, weil das Bild muss für sich sprechen letztendlich. Und auch was offen lassen.
Ich bin unheimlich gemein gegen den. Ja. Das gemeinste Bild über den Handler ist das da. Ja, das nehme ich jetzt ab. Und dann müssen Sie ihn groß aufladen. Das nehme ich jetzt ab und zeige es Ihnen. Der Titel steht hinten drauf. Der muss aufs Bild. Was mein Mann den ganzen Tag faselt. Aus dem Jahr 2006. Ja. Gesprochen von meiner Frau. Oft sind es die kleinen Geschichten, die hinter Janoschs Bildern stecken. Kindliche Malelemente sind enthalten. Das scheinbar Ungekonnte ist sein Stilmittel. Vieles soll bewusst unbeholfen wirken. Die Vorbilder sind Klee und Miro. Seine Zeichnungen und Bilder hängen nicht nur in Galerien, sie sind auch im Alltag zu finden. Auf Postkarten und banalen Objekten. Mit seinen Kinderfiguren karikiert er die Welt der Erwachsenen. Hintergründig, humorvoll und oft provokant. Damit hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Besonders die Darstellungen von Frauen in vielen seiner Werke spalten die Öffentlichkeit. Ihm wird Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Doch seine Werke dahingehend zu hinterfragen, liegt ihm nicht so. Ich habe versucht, sie schön zu zeichnen und kam dabei nicht so Schönes raus. Irgendwann gab es ja auch mal Ärger wegen Kaspar Mütze. Ein bisschen, ja. Die haben sich aufgeregt, dass Kaspar Mütze keine Frau ist. Die zwei Seiten in einer Zeitung hat eine Frau geschrieben, warum ist Kaspar Mütze ein Mann? Warum? Gut. Warum? Guter Gedanke, oder? Warum ist er ein Mann? Weil er keine Frau ist. Weil Frauen sehen mit dieser roten Mütze ein bisschen blöd aus. Ist er überhaupt ein Mann? Nein, er ist ein Kasper. Aber man kann es ja zu einem großen Thema aufblasen. Macht Ihnen die Provokation Spaß? Ja. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber forderte sogar, Janoschs Bücher aus den Kinderzimmern zu verbannen. Angesichts dieses Taufbildes. Und Sie haben keine Bedenken, weil Sie ja mal gesagt haben, Ihr Motto sei aus dem Weg gehen? Doch, habe ich Bedenken dagegen, aber ich gerate da hinein, ohne es zu wollen. Ich würde es lieber nicht tun, aber wenn er das aufgreift, das ist ja schön. Dadurch kennt er mich wenigstens. Und dann sagt der Janosch, raus aus Kinderzimmern. Was bewirkt das bei Ihnen? Dass die Leute mehr Bücher kaufen. Die Vermarktung seiner Figuren sieht Janosch zwiespältig. Obwohl er einige Produkte selbst entworfen hat und Merchandising nicht grundsätzlich ablehnt, würden seiner Aussage nach auch minderwertige Artikel produziert, mit denen er nicht einverstanden ist. Ja, das ist natürlich ein Dauerärger. Da kommen solche Scheißbücher, die eine Katastrophe sind, und dann steht mein Name drauf. Und die Leute merken, das ist viel schlimmer. Die kaufen etwas, was und schieben mir das in die Schuhe. Also das tötet mich. Streit gibt es vor allem auch wegen der Vermarktung seiner bekannten Figuren auf Lebensmitteln. Also Sie sagen, es wurde einfach Leberwurst hergestellt und Sie haben nichts davon erfahren? Ich habe nichts davon erfahren, die haben mir nicht mal ein Stück davon geschickt. Ich würde sie auch nicht essen, weil eine Tigerentenleberwurst, da kriege ich ja das Kotzen. Also das trifft einen schon. Wie gehen Sie damit um? Ich versuche es an mir abgleiten zu lassen. Gelingt es? Ziemlich, ja. Wenn mich einer daran erinnert, dann nicht mehr, aber sonst gelingt es mir, weil. Was ist das schon? Das Leben ist ohnehin in 20, 30 Jahren zu Ende und dann war es gewesen. Nur zu gern zieht sich Janosch auf seine Insel zurück, weit weg von den Ärgernissen in Deutschland. Vor kurzem hat er ein neues Haus bezogen, einsam gelegen im Hinterland. Und seine Ines hat er 2013 geheiratet. Da, wo ich wohne hier so seit
3 Wochen ungefähr. Was heißt Choreus? Das heißt, hier darf man nicht auf den Boden pinkeln. Und die Tasche? Die Tasche, die kommt aus Ibiza. Schon mein Leben lang schleppe ich die seit 50 Jahren mit herum. Weil das war damals mein Reisegepäck. Ich hatte nichts anderes als diese Tasche, auch im Flugzeug. Sie nehmen wenig mit zum Reisen? Mhm. Nichts, meistens nichts. Brauche ich nichts zu tragen. Da hinten ist das Kreuz. Wo kommt das her? Mexiko, habe ich auf dem Markt gekauft. Ja. Hier, diese Sicheln, ist das nicht ein Traum? Die sind mit der Hand geschmiedet. Die waren alle in dem alten Haus drin. Schauen Sie sich das an, hier mit der Hand geschmiedet. Und dieser Vogel da, gell, das ist, den habe ich handgefangen. Hat es was mit der Geschichte zu tun, dass Ihr Vater die eingesperrt hat? Mhm. Ihr Vater hat sie eingesperrt und ein Tuch drüber gemacht und ein paar sind dabei gestorben. Mhm. Und die anderen wollten nicht mehr fliegen. Mhm. Es sind nicht nur die vielen kleinen Details aus seinem Leben, die untrennbar zu Janosch gehören. Das Einfache, das Wesentliche in den Mittelpunkt zu stellen, wie in seinen Bildern und Geschichten. Vielleicht kann er das hier am besten. Das Positive fing erst nach dem Krieg an, als ich 13 war. Weil da fängt die Lebenskunst an, dann musste man seine Tricks finden, um zu überleben. Was ist die Lebenskunst? Wenn ja, ist gut und wenn nein, ist auch gut. Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, welche wären das? Mir fallen keine ein. Einen würde ich auf jeden Fall verschenken. An den, der einen Wunsch braucht. Ja, aber ich brauche doch nichts. Was soll ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass ich weiter nichts mehr brauche. Früher haben Sie mal gesagt, Sie würden sich wünschen, nicht mehr geboren zu werden. Hat sich das verändert? Ach, muss ich mir das wünschen? Vielleicht ist das von allein. Ja, also ein bisschen geboren würde ich schon werden, unter guten Umständen, wo es einen Sinn hat. Aber natürlich, klar, besser nie mehr geboren werden. Aber Sie haben so viel Glück gehabt und dann sagen Sie das trotzdem? Ja, das habe ich mir selbst geholt, das habe ich nicht von Natur gekriegt. Glück muss man sich holen. Wie haben Sie das geschafft? Wenn ich das wüsste, indem ich nichts brauche, dann kann mir überhaupt nichts passieren.